Erste. Yay, Klappe. Yay. Halt sie doch. Herzlich willkommen zu Bokura. Ich bin Mr. Katte für Let's Play in das Kaninchen und wieder bei Wolfi. Miau, genau. Du bist schuld, dass wir jetzt dieses Spiel spielen, habe ich gehört. Nein. Doch. Du hast das in meine Treffungsliste reingepackt. Es war eine demokratische Wahl. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. Demokratisch oder so. Von zwei Leuten. Ja. Ich habe ihn 100% überstimmt. Du kannst auch was zum Spiel sagen. Hoffentlich. Nein. 0,0. Dann starten wir einfach. Ich glaube. Gehst du aufs Haus und ich. Bin aufs Haus gegangen. Gut. Jetzt muss ich dir den Code geben? Ja. Okay, X, J, C. Warte, ich muss erst mal gucken, wie ich das eingebe. X, J, C. B, R. X, J. Oh, ich kann kein NATO-Alphabet. Xylophon, Justus, Chemie. C. Bertha. Rose. Quetzalcoatl. Sturmflut. Sturmflut. Und Volkswagen. VW oder plus V? V. Gut. So. Aber muss ich jetzt. Wie starte ich jetzt? Ich muss dir hinterher joinen, glaube ich. Achso, muss erstmal reinjoinen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wie bist du? Ich hab's aufs Haus geklickt. Du müsstest auf das Symbol daneben klicken. Ah ja, guck mal. Ah ja. Oh Gott. Es gibt Männlein und Weiblein. Das ist mir wurscht. Ich bin diesmal die Frau. Ich war bei X6 zu die Männlein. Das stimmt. Müssten wir ja mal abwechseln. Ich bin ja eh der Weibliche von uns beiden. Okay. Ich? Ich bin gespannt, worum es jetzt geht. Ich auch. Türzug. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Es gibt kein Splitscreen. Nein. Okay. Ich weiß ja nicht, was der ein oder andere sieht. Ich sehe jemanden in der braunen Jacke im Zug sitzen. Daneben eine Tasche. Nein, ich sehe einen grauen. 11.57 Uhr abends. Ich bin im letzten Zug nach einem langen Tag auf Arbeit. Siehst du das auch gerade textmäßig oder ist das ein anderer Text? Okay. Niemand anders ist in dem Zug in dieser Mitternacht. Man muss übrigens mit Controller spielen. Das ist ja jetzt schon grauen für mich. Ist ein Jump'n'Run. Okay, die Straßenlaternen bei den Zuglinien und in der Stadt und die Stadtlichter in der Entfernung flogen am Fenster vorbei. Leuchtende Striche mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ah, man kann. Jeder drückt. Oh. Als ich rumeidelnd alles beobachtete, kam Kenji Miyazawas Nacht auf einem galaktischen Zug in meinen Kopf. Ja genau, das kommt mir auch kenne ich nicht. Kenne ich, habe ich gelesen, gutes Buch. Ich erinnere mich daran, das als Kind in der Klasse gelesen, in der Schule gelesen zu haben. Ich erinnere mich aber an nichts aus der Story. Das war so traurig. Also nee, es war außer, dass es traurig war. Vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Ich mag es, dass ich daran denke, aber ich werde es nicht tun. Ich kenne dich irgendwo, ja. Wenn ich sentimental werde, denke ich über all die Dinge nach, die ich machen könnte. I know I just don't want to accept a boring adult. Ich möchte nur nicht das langweilige Erwachsenenleben akzeptieren, was ich bekommen habe oder zu dem ich wurde. Ich möchte so tun, als wäre irgendwo in mir noch das Kind, was frei ist, das zu tun, worauf es Lust hat, wann immer es Lust hat. Und das heißt, dass du immer mehr einschläfst, Adi? Tiefgründig. Weil wenn ich wirklich noch einmal Nacht im galaktischen Zug lesen möchte, könnte ich das Buch in meinem Handy kaufen. Ich habe, wenn ich die digitale Version haben würde, könnte ich es jetzt direkt im Zug nach Hause lesen. Wenn ich das Buch haben wollen würde, könnte ich es morgen in meinem Postkasten liefern lassen.
Aber stattdessen konsumiere ich passiv einfach nur irgendetwas. TikTok! Was interessant genug ist, damit ich über mein langweiliges Leben nicht nachdenken muss. Das ist so gesellschaftskritisch. Anscheinend. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Wolfin, was bringst du uns da rein? Ich scrolle durch TikTok, durch die TikTok-Trends. Als ich sehe, dass in den neuen Nachrichten das letzte Packet-Monster, Packemon for short, heute rauskam. Das Packemonster. Backekuchen. Ich habe Silber und Gold nicht gespielt. Verdammt, das bin ich. Ich habe nur Rot, Grün und Gelb gespielt. Danach habe ich aufgehört zu spielen. Ich habe Silber noch mitgenommen. Ich bin so lange raus aus dem ganzen Kladderadatsch. Es war nur etwas, was meine Augen ablenkte. Ich hatte immer ein Linkkabel mit mir, sodass man mit meinem besten Freund tauschen konnte und kämpfen konnte. Verdammt, das bin wirklich ich. Wir saßen auf der Bank im Park über der Stadt und haben so lange gespielt, bis es dunkel wurde. Nur das Licht der Straßenlaternen, der Automaten und unserer Bildschirme. Aber all das endete an einem schicksalshaften Winter, als es passierte. Dum, dum, dum. In diesem Winter änderte sich alles. Wenn immer die Erinnerungen zu mir zurückkommen, habe ich das Gefühl von Hilflosigkeit in meinem ganzen Körper. Als wäre ich ein Stein im Weltall, der dazu verdammt ist, der Schwerkraft von irgendetwas nachzudriften, das so stark ist, dass ich nichts tun kann, als mich anziehen zu lassen. Du bist so anziehend. Also muss ich mich wieder dazu durchringen, alles zu vergessen. Oder mich dazu durchringen, nicht? Nicht alles zu vergessen, ja. Mich zu erinnern. Ich erinnere mich, wie auch immer, ich erinnere mich an den Winter. Ein trauriger Winter, nicht kalt genug für Schnee, das kenne ich. Ich erinnere mich, was passiert ist. Die seltsame, absurde und weltenverändernde Reise. Ich erinnere meinen Freund, der beste Freund in der ganzen Welt, zu meinem 10-jährigen Ich. Den Freund, den ich verloren habe. Ich erinnere mich an mich selbst. Das vergangene Ich, was ich verloren habe. Meine Güte. Wollen wir das nicht auf Chinesisch spielen? Auf Koreanisch oder was das ist? Keine Ahnung, nein, ich hoffe nicht. Mal gucken, was für eine Seite du kriegst. Ich krieg vermutlich, da ich der lebende Part von uns beiden bin, den lebenden Part. Guck mal, ich zock mit der. Was ist das für eine Statue im Hintergrund? Abraham Lincoln, der auf die Vögel zeigt. Was bist du? Glaube ich, oder? Nein, ich bin nicht blau, ich bin braun. Du braun? Okay. Weiß ich nicht. Los, krieg ihn. Hol ihn dir, oder irgendwie sowas. Come on, das kannst du doch ausweichen. Ah, oh, ich hab verloren. Mal wieder. Aha. Du hast Snorlazy. Snorlazy. Das ist nicht mehr. Wie das wohl auf Deutsch heißen würde. Ich meine, das ist doch Relaxo, ne? Ja, das ist Relaxo. Wäre das eher Faulaxo oder so? Oh, ja. Das ist nicht fair. Du kannst alles benutzen, wenn du es willst. Ich habe aber keinen mehr. Hä? Was passiert? Ich hatte einen Glitch genutzt, um ihn klonen zu wollen, aber es hat nicht funktioniert. Dang. Oh ja, Glitches, damals noch in den... Ja, Missing No. Ja. Man vermutet immer noch, dass Missing No absichtlich reinprogrammiert wurde. Wirklich? Naja, du musst alles haben und du kriegst ihn nur wirklich am Ende.
Ja, aber du also musst ja noch einen richtig skurrilen Weg machen. Irgendwie in der in dieser Safari-Arena genau so lange laufen, dass du mit dem letzten Schritt rausgehst, dich dann wegteleportieren und alles so ein Kladderadatsch. Ja. Also es war schon. Das klingt auch nicht nach einem Glitch in der Hinsicht. Weißt du, das ist schon ein Weg, der sehr. Wirklich geforst werden muss. Ja. Nicht nach einem Bug klingt. Das erinnert mich daran. Wolltest du denn nicht das neue Pokémon holen? Pokémon. Du meinst Rubin und Saphir? Ach, nee. Ja, das eine auf schwierig. Nee, auf der Advance. Ach, das ist die Konsole. Ja. Jeder in meiner Klasse spielt das jetzt. But I'm not getting. Aber ich krieg es nicht, richtig? Nee, du. Aber du kriegst es nicht. Aber du kriegst es nicht, richtig? I'm not so either. Would be fun. Also hole ich es mir auch nicht. Das wäre kein Spaß ohne dich. Ja, lass mich doch mal selbst lesen und übersetzen. Nein. Gut, Lehrer. Hier, liest deine drei Punkte vor. Bonk, bonk, bonk. Ich würde es ja spielen, wenn ich könnte. Aber ich habe keine Advance. Oder das Geld für eine. Mom ist zu abgelenkt in der Bar oder zu beschäftigt in der Bar und ihrem neuen Freund. Ich krieg vermutlich nicht mehr was für Weihnachten dieses Jahr. Punkt, Punkt, Punkt. Warum das? Ich kaufe zwei Advance und zwei Cartridges. Und dann können wir zusammenspielen. Meine Familie hat so viel Geld. Und meine Mutter und mein Vater kaufen mir alles für für Aufmerksamkeit. Die würden es nicht mal mitkriegen, wenn sie zweimal das Spiel kaufen. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, kümmere dich nicht drum. Ich habe dich noch nicht mal geschlagen. Ich werde mit diesem Spiel so lange üben, bis ich einen Sieg davon tragen kann. Wenn du es so sagst. Es ist der Lesesimulator. Ja, wirklich. Und die Vögel da hinten bewegen sich nicht mehr. Abraham Lincoln zeigt auch, sie hält sich fest. Die Statue ist. Ich weiß, was heißt ein Eyesore? Eye-catching, also sowas wie Blickfang? Ist das ein oder Blickfang? Oder anziehend? Sore ist doch aber eigentlich, wenn es entzündet ist. Gut, die Statue ist ziemlich Augenkrebs. Wie auch immer. Ich weiß, das ist die Statue vom Bürgermeister. Aber wer geht los und macht so eine riesige Statue von sich selbst? Der Bürgermeister? Er ist so ein großer Idiot. Ich würde mich lieber aufhängen, als in so einen dummen Erwachsenen zu werden. Wir haben uns ein Denkmal gebaut. Und die Beine der Statue sind so dünn. Ich glaube, sie würden sofort zerbrechen, wenn ein Meteorit sie treffen würde. Das ist hilarious. Unwahrscheinlich. Lustig. Und vielleicht würde dieser Zeigefinger auf den Boden fallen und eine heiße Quelle oder so etwas finden. Ich glaube, da ist Much Rater have a hot spring on that old statue. Ja, ich hätte auch lieber eine heiße Quelle als diese komische Statue. Ich wünsche mir, wir könnten sie kaputt machen oder irgendwie sowas. Es fühlt sich so an, als würde sie immer auf uns herabschauen. Ich hasse sie. Ja. Willst du sie kaputt machen? Aha. Die Statue. Komm, wir machen sie kaputt. Worüber redest du? Ich habe so viel Feuerwerk vom Sommerbreak. Meine Eltern sagten. Set them off with me. Meine Eltern haben sie mir gekauft und. Nee.
wollten sie mit mir zusammen entzünden. Ah, meine Eltern wollten sie mit mir entzünden, aber es ist nie passiert. Wie immer. Also ich habe so viel Feuerwerk über... ich wette, wenn wir sie alle zusammen entzünden, sprengen wir die Beine der Statue. Denkst du? Maybe. Wir können es probieren, warum nicht? Aber ich hasse wirklich diese Statue. Dann lass uns sie kaputt machen und weglaufen. Run away? Wegrennen? Von dieser Stadt. Was ist, warum sollten wir hier bleiben? Es gibt nichts hier für uns. Punkt. Also lass uns irgendwo wirklich weit, weit weg hingehen. Weit weg? Wer? Irgendwo hin. Wie weit weg ist weit, weit weg? Weiß ich nicht. Ich würde es herausfinden wollen. Es ist weit, weit weg. Okay, ich gehe mit dir. Okay, treffen wir uns am der Statue am Fuß des Berges morgen Abend. Ich seh dich dann. Seltsame Entwicklung von wir spielen Pokémon zu, wir sprengen eine Statue. Wir spielen nicht Pokémon. Pokémon. Verzeihung. Wald? Und wir machen das wirklich, oder? Yep. Ich habe alle sämtliche Bomben dabei und alles zum Anzünden. Klingt gefährlich. Das ist auch gefährlich. Und das ist in Ordnung für dich? Du wirkst normalerweise wie das gute Kind, aber du bist manchmal ein... Du erkennst auch, manchmal bist du ein bisschen seltsam. Ja, nur wenn ich mit dir unterwegs bin. Also, beschuldigst du mich? Total. Das ist unfair. Nein. Na, was auch immer. Die Statue ist auf der Spitze des Berges, also lass uns los. Müssen vorsichtig sein beim Laufen, okay? Beim Laufen, okay. Sprich nur für dich selbst. Ich kann laufen, schon seit ich 4 bin. Als ich 4 bin ich noch rumgerollt. Ich bin der Grüne. Ich bin der Schwarze. Juhu, ich bin schwarz. Bei mir ist es blau. Blau, schwarz. Also bis jetzt kann ich bloß springen. Ich auch. Ah, aha, komm, ich helf dir. Hüpf. Ei, hopp. Hui. Oh Gott, ich bin hingefallen. Fall nicht. Au. Wie schiebst du? Mit B. Ich hab kein B. Nee, mit X. Mit X. X. Ah, da. Schneller. Guck mal, ich bin viel stärker als du. Du bist zu fett. Gar nicht. Wohl. Die Brücke. Oh, geht kaputt. Ah. Geht kaputt. Wir sind verreckt. Okay, first step. Ich würde sagen, einer geht vor. Ich gehe vor. Okay. Wir haben Tutorial gemerkt. Time. Da müssen wir beide drauf. Oh mein Gott, was ist das für eine Brücke? Wer baut sowas? Das sind einfach alte Brücken mittlerweile. Und es gibt Fallschaden. Komm mal runter. Ah, ne, ich gehe auch so. Ah, I see. Da. Guck mal, ich kann ziehen. Sehr gut. Jetzt muss ich meinen fetten Arsch benutzen. Aha. Siehst du, ich bin Wissenschaft. Ja, bist du Wissenschaft. Ich bin Wissenheit. Du hast auch versucht, den zu ziehen, oder? Ja. Halt. Oh, warte mal. Ja, guck mal, was war da? Wasser.
Vielleicht können wir. Maybe we can hold the bridge up from below to keep it from falling. Vielleicht können wir die Brücke von unten stabilisieren, damit sie nicht kaputt geht. Oh, Kacke. Ich hab's kaputt gemacht. Ach, da gibt's ja bloß noch einen Weg. Weil das Ding wäre aber höchstwahrscheinlich. Ah. Ich treib auf dir. Das heißt, einer muss unten stehen und die den auffangen, den Kisten. Au. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir müssen die Kiste darüber schieben. Weißt du, dass wir die Kiste? Ja, guck mal, guck mich mal an. Ich halt das Ding jetzt hoch. Oh, du bist so schlau. Du bist die Wissenschaft von uns beiden. Ja. Ich hätte wieder das kaputt gemacht. Weiß ich Ach, doch. Du Schande. Es gibt kein Blitzgreen. Ich gehe da hoch. Wieso kommst denn du da hoch? Wie hast du das gemacht? Ich habe ein Seil da. Ah, so geht das. Okay. Die Frage ist bloß, kommen wir hier runter? Bam. Nein, wir kommen da nicht runter. Dann lass mal einen hier hochklettern kurz. Hopp. Ich will rutschen. Kann ich bestimmt den. Aber warum? Ach so, weil der andere sonst da nicht hinkommt. Warte mal, du bist ungefähr hier, warst du. Ui. Ich fange mich auf. Bam. Wuhu, danke. Bitte. Au, jetzt zermatscht er mich auch noch. Ja. Hui. Zwei Kisten, ich nehme die. Garantiert schwimmen die Kisten. Ja. Okay. Das ist ein cooles Wassergeräusch. Okay, aber das ist doch viel zu. Oh Gott. Oh. Ich bin kurz gesprungen. Du hast die Kiste kaputt gemacht. Alter, ich bin Magier. Ich muss dann unbedingt nochmal versuchen, auf dir zu schwimmen. Na, bitte nicht. Ich bin zu fit. Joop, Patsch. Nicht so kurz springen. Das ist aber wirklich ganz knapp alles hier. Wer baut denn diesen Weg? Überleg mal, das ist der normale Weg von auf die Statue. Irgendwer muss doch da. Regelmäßig hochgehen, um die Statue zu. Oh, nein. Glitch. Muss man nicht. Okay. Nein. Viel Erfolg. Ob ich von der Kiste erschlagen werden kann? Bestimmt. Also bisher würde ich sagen ja bei dem Spiel. Ich finde diese diese nette Musik cool. Ja. Ala, ala, ala. Oh nein, wir haben die Brücke kaputt gemacht. So. Da kommst du nicht hoch, du bist zu klein. Das Problem kenne ich. Warte mal, die müsste, glaube ich, darüber. Ja. Nee, weiter rüber. Ich glaube, die ist dafür da, dass man da hochklettert. Meinst du? Aber wozu? Dass wir da oben an die zweite Kiste rankommen. Denk dran, ich bin Wissenschaft. Wissenheit. Du bist wirklich Wissenschaft. Du bist Wissenheit. Ich finde nur das Aussehen. Bleib da draufstehen. Bitte bleib draufstehen. Wow, das war so spektakulär. We can climb the slope. Wir brauchen die Kiste. Brauchen wir die zweite Kiste? Deswegen brauchen wir sie.
Wir haben es falsch gemacht, wir können sterben. Nee, nee, das ist ja noch richtig. Ja, und wie kriegen wir jetzt... okay, wir müssen jetzt beide auf die andere Seite. Komm mal rüber zu mir. Nee, nee, du musst auf die andere Seite. Geh auf die andere Seite. Warum ich? Geh. Ich bin der mit dem Sprengstoff. Ja, nee, das bin ich. Nein, bleib doch da. Ich bin Sprengstoff. Girl. So. Und jetzt kannst du rüberkommen. Siehst du, niemand muss sterben. Hätte auch nicht gewusst, wie. Du bist Wissenschaft, ich bin vertrauen dich. Oh mein Gott. Ich fang dich. Hast du gar nicht. Du hast gelogen. Da unten? Bin tot? Ja. Yep. Oh. Dann müssen wir den da runterschieben. Warte, können wir da oben hoch? Warte, stopp. Nein, können wir nicht. Hab ich schon probiert. Achso. Na dann. Hui! Aber mehr ist knapp. Ach Quatsch.